warum wir überhaupt in Polen sind. Hi! Das ist... So, ich glaube, jeder weiß, was hiermit gemeint ist. Hallihallo Freunde, wir sind seit langer Zeit mal wieder mit Fridolin unterwegs und zwar auf einem richtigen Roadtrip Richtung Polen. Wir werden jetzt so ungefähr 2,5 Wochen unterwegs sein. Wir haben euch wieder gefragt bei Instagram, ob ihr Bock habt, dass wir das videografisch festhalten. Ihr habt für ja abgestimmt, deshalb gibt es jetzt ein schönes Video. Wir sind schon 2 Tage unterwegs, die ersten 2 Tage haben wir noch nicht gefilmt. Und jetzt sind wir mittlerweile im bzw. am Spreewald angekommen, sind bei der Slawenburg. Und ja, gehen jetzt gerade noch mal ein bisschen spazieren, wollen mal schauen, ob wir hier irgendwo ans Wasser kommen. Ist allerdings alles Sperrbereich, steht Lebensgefahr drauf. Warum, wissen wir gar nicht so genau. Vielleicht weiß es jemand von euch. Gerne in die Kommentare damit. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Für uns geht es jetzt weiter Richtung Polen und zwar werden wir heute Abend wahrscheinlich schon in Polen ankommen. Wir haben jetzt bei der Slawenburg die ganze Zeit gestanden, haben sogar die Markise ausgefahren, was wir sehr, sehr selten machen. Allerdings haben wir hier auch so ein Ticket gekauft für 10 Euro. Es hat hier keiner was gesagt, die ganze Wiese ist sowieso gerade frei. Also das heißt, wir nehmen auch keinen den Platz weg oder so, haben natürlich keinen Müll hinterlassen, ist ganz klar. Haben auch unseren Tisch sogar rausgeholt. Wir haben noch ein bisschen was getan. Julie hat noch ein bisschen gearbeitet. Ich habe noch ein bisschen gearbeitet. Obwohl es eigentlich Urlaub ist. Aber ihr kennt es ja. Wir sind halt viel im Social Media Bereich unterwegs. Und machen da doch immer gerne noch was zwischendurch. Ja, haben das Wetter auf jeden Fall genossen. Und jetzt geht's weiter. Wir sind gestern Abend noch auf diesem kleinurigen Campingplatz in Polen angekommen. Hier kann man auch nur mit Slotties bezahlen und wir sind direkt nach der Grenze erstmal Bargeld holen gegangen. Und zwar haben wir die Erfahrung gemacht, dass man einen besseren Wechselkurs bekommt, wenn man Euro in Slotties tauscht, als wenn man mit der Karte direkt Slotties abholt. Das ist jetzt der erste Campingplatz, den wir hier in Polen angefahren sind. Und damit ihr einfach mal so ein Gefühl dafür bekommt, wir haben hier jetzt 60 Zloty bezahlt. Das sind ungefähr bei dem Wechselkurs gerade 13 Euro für eine Nacht. Also ihr habt alles mit drin, Strom, Bad und so weiter und so fort. Also wir haben uns jetzt an den Strom nicht angeklemmt, aber trotzdem wollte ich es einfach mal erwähnt haben. Es ist schon wieder der nächste Tag und uns ist mal aufgefallen, dass wir euch noch gar nicht erzählt haben, warum wir überhaupt in Polen sind. Und zwar natürlich, jetzt würden einige sagen, ist ja ein schöner Ort zum Reisen und zum Urlaub machen. Allerdings ist es bei uns so, dass Freunde von uns, beziehungsweise Julies Fußballkollegin, hier heiratet. Und zwar ist das heute und morgen. Der Freund ist Pole und aus dem Grund gibt es hier ein ordentliches Fest. Wir haben heute wieder einen richtig schönen Stellplatz gehabt, also gestern auf heute. Und zwar sind wir hier an so einem kleinen Ufer von so einem Fluss. Da hinten ist ein Freibad, da kann man halt ganz normal baden, ist ein ganz normaler Pool. Und ja, wir stehen mit Fridolin da vorne an der Seite. Ich hoffe, ihr könnt das ungefähr sehen. Und ja, da stehen auch Zelte und Wohnwagen und so. Sieht einfach überhaupt nicht aus wie ein Campingplatz. Wir glauben auch nicht, dass es ein Campingplatz ist, sondern eben halt irgendwie ein Stellplatz, für den man allerdings auch Geld bezahlt. Wir haben jetzt 30 Zloty bezahlt, das sind ungefähr 6 Euro oder sowas für diese Nacht. Man hat auch eine Toilette und eine Dusche. Sieht natürlich
dementsprechend aus, will ich mal sagen. Aber trotzdem sind wir sehr, sehr glücklich, dass wir hier sind. Und es ist richtig schön, die Umgebung hier sich anzuschauen. Und die zeigen wir euch jetzt auch noch ein bisschen. Wir haben jetzt schon wieder einen Tag nach der ganzen Hochzeitsfeier. Ein, zwei Worte noch kurz zu der Feier selber. Einmal will ich euch ganz klar sagen, wenn ihr eine Einladung bekommt zu einer polnischen Hochzeit, sagt auf keinen Fall nein. Wir hatten jetzt zwei Tage bombastische Feier. Also am ersten Tag ging es los mit der kirchlichen Trauung. Dann ging es zur Location. Dort haben wir dann gefeiert bis Open End. Den zweiten Tag ging es direkt wieder weiter um 13 Uhr. Und auch da ging es wieder bis Open End. Nicht ganz so lang wie der erste Tag, aber trotzdem wirklich, wirklich ein Erlebnis, was man nicht verpassen sollte. Und auch nochmal da vielen, vielen Dank an Mali und Marcel, dass wir dabei sein durften. Am letzten und dritten Tag gab es dann noch Frühstück und an dem Tag sind wir dann auch nur 10, 15 Minuten weitergefahren an einen wunderschönen Ort, an dem wir jetzt stehen. Ihr könnt vielleicht jetzt im Hintergrund ganz gut erkennen, dass wir wieder an einem See stehen, beziehungsweise so ein Auffangbecken, glaube ich, ist es mehr oder weniger. Baden ist hier leider verboten, allerdings haben wir auf den Schildern gelesen, dass hier Angeln erlaubt ist, mit einem gewissen Schein natürlich. Aber ja, es ist wirklich wundervoll, es ist ruhig. In der Nacht war es nicht ganz so ruhig, weil viele Angler gekommen sind. Wir sind ab und an mal wieder aufgeschreckt, weil Nala dann auch ganz gerne bellt und auf uns aufpasst. Aber trotzdem wollen wir uns nicht beschweren und werden euch jetzt ein paar Bilder liefern. Viel Spaß! Jetzt noch mal ganz kurz vor unserem Fridolin ein, zwei Worte zu dem Stellplatz. Und zwar habe ich nämlich mal ein bisschen gegoogelt, weil es mich doch interessiert hat, was das für riesen Wasserbecken hier sind. Das sind künstlich erschaffene Wasserbecken, weil hier ein paar Kilometer oder ein paar hundert Meter eigentlich nur, man kann es schon sehen und ich bin da auch mal hingelaufen, gibt es ein Kohlekraftwerk. Und das ist mit der höchsten Türme hier in ganz Polen. Also mal wieder interessant, was man so zufällig hier entdeckt, beziehungsweise wo man zufällig aufschlägt. Ich bin hier mal die Gleise entlang gelaufen. Die sehen auch überhaupt nicht befahren aus, aber gestern ist tatsächlich trotzdem hier ein Waggon lang gefahren. Ich weiß natürlich nicht, ob hier vielleicht sogar die Kohle angeliefert wird oder so ähnlich. Sieht eigentlich sehr unbefahren aus, aber trotzdem cool, mal hier zu sein und dass man jetzt auch in Erfahrung gebracht hat, was das Ganze überhaupt soll. Und aus dem Grund denke ich mal auch, soll man hier eben nicht schwimmen, weil das eben künstlich erstellte Becken sind, die dafür da sind, um zur Kühlung zu dienen.
sind jetzt ungefähr 20 Kilometer weiter gefahren und hier sind wir eigentlich mitten in der Stadt. Und hier ist ein kostenloser Wohnmobilstellplatz, sogar mit 230 Volt. Das haben wir auch irgendwie noch nie gesehen. Und wir werden uns nachher nochmal hier ein bisschen umschauen. So, ich glaube, jeder weiß, was hiermit gemeint ist, mit dem Ausschnitt, was ich euch gerade gezeigt habe. Und zwar mussten wir leider unsere Reise ein wenig unterbrechen. Ihr habt jetzt bestimmt 5 oder 6 Tage nichts von uns gehört, denn wir sind Corona-positiv. Das heißt, wir sind nach der Hochzeit eigentlich nicht viel gefahren, sondern lagen erstmal ordentlich platt. Also 2 Tage war es bei Julie und 2 Tage bei mir. Es waren um einen Tag etwas versetzt. Julie war etwas später dran als ich. Somit hatten wir natürlich echt nicht viel zu zeigen und konnten dementsprechend auch nichts zeigen. Wir sind immer noch ein bisschen matschig unterwegs. Uns geht es allen soweit gut. Auch dem Baby geht es gut und so. Das bewegt sich fleißig. Deshalb gehen wir mal davon aus, dass es kein Problem ist. Und wir haben uns natürlich auch bei der Frauenärztin gemeldet. Das ist ganz klar. Ja, ansonsten sieht es jetzt momentan aus wie eine normale Grippe, will ich mal sagen. 2 Tage war es wirklich schlimm, so, das will man gar nicht leugnen. Aber es war auch unser erstes Mal Corona sozusagen und wir haben es jetzt soweit überstanden. Halten uns natürlich soweit aus der Zivilisation raus, wie wir nur können. Wir sind jetzt hier gerade wieder an so einem Stellplatz, wo niemand ist. Wir müssen natürlich auch mit unserem Hund rausgehen, ohne geht's halt nun mal nicht. Und ja, jetzt sind mittlerweile, wie gesagt, 5 oder 6 Tage schon vergangen, seitdem wir den ersten positiven Test hatten. Gestern hat Julie sich nochmal testen lassen, war auch immer noch positiv. Man sagt ja trotzdem, nach dem 5. Tag Quarantäne kann man wieder raus, beziehungsweise kann man wieder an die Luft gehen. Gut, wir versuchen natürlich trotzdem Abstand zu halten und so weiter und irgendwie den Kontakt zu vermeiden. Ja, somit ist der Urlaub natürlich so ein bisschen ins Wasser gefallen, aber was will man jetzt machen? Wir machen jetzt das Beste gerade draus, dass wir langsam nach Hause fahren, ganz gemächlich. Leider fällt damit natürlich auch das Burger, Bier und Bus für uns aus. Das ist noch ein Treffen, was wir jetzt noch mitgenommen hätten auf dem Rückweg. Und ja, das ist auch sehr, sehr schade. Hätten wir uns sehr drauf gefreut. Aber was soll's. So viel dazu, was wir so die letzten Tage gemacht haben. Eigentlich haben wir gekränkelt und nicht viel gesehen. Somit konnten wir euch auch nicht viel zeigen, aber jetzt nehmen wir euch nochmal auf dem Rückweg mit und hoffen, ja, dass ihr trotzdem Spaß am Video habt. Sie liebt es echt immer rückwärts zu fahren. Ich weiß nicht, was da los ist. Ali, schau mal her. I never make promises, 'cause I don't keep them. So ihr Lieben, somit endete unser Polenurlaub etwas ungeplant, allerdings hatten wir trotzdem sehr, sehr viel Spaß, vor allem auf der Hochzeit hatten wir richtig gute Laune, ihr habt es ja gesehen in den paar Ausschnitten und natürlich auch davor und danach hatten wir trotzdem nochmal ein paar schöne Bilder, konnten euch noch ein paar schöne Bilder liefern. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Uns geht es soweit natürlich gut, wir sind wieder genesen, alles ist in Ordnung. Julie war mittlerweile auch beim Frauenarzt, auch unserem Nachwuchs geht es also gut. Da macht euch auf jeden Fall keine Gedanken. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal, falls ihr wieder dabei sein wollt. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!